Die libanesische Hisbollah im Libanon sind schwer getroffen von den Anschlägen auf ihre Funkkommunikation. Die Gesundheitsbehörden melden insgesamt 37 Tote und mehr als 3.500 Verletzte durch die beiden Explosionswellen. Hisbollah-Chef Nasrallah macht Israel dafür verantwortlich und klagt an, der Feind hätte alle roten Linien überschritten. Und weiter, die Attacke käme einer Kriegserklärung gleich. Es seien Kriegsverbrechen gegen Zivilisten begangen worden. Die Botschaft der langen Nasrallah-Rede ist deutlich. Der Chef der vom Iran gesteuerten Islamisten-Miliz inszeniert sich da als Kämpfer für das libanesische Volk. Über mögliche Konsequenzen allerdings kann weiter nur gemutmaßt werden. Erstaunlich schnell hat der Anführer der Hisbollah-Terroristen reagiert. Nasrallah sieht mit den Explosionen tausender Pager und Walkie-Talkies alle roten Linien Israels überschritten. Der Feind ging davon aus, dass die 4000 Geräte auf die verschiedenen Hisbollah-Mitglieder verteilt werden. Als der Feind diese Sprengung initiiert hat, hat er gezielt und motiviert 4000 Menschen innerhalb von einer Minute töten wollen. Die Explosionen, die gleichzeitig stattfanden, damit hat der Feind alle roten Linien überschritten. Er hat sich um nichts gekümmert, weder moralisch noch menschlich noch juristisch. Nasrallah kündigt an, die Wege der elektronischen Geräte nachzuverfolgen, gleichzeitig eine angemessene Reaktion gegenüber Israel auszuloten. Konkret wurde Nasrallah in seiner Rede nicht. Viele im Land sind in einem Schockzustand, haben Panik, ihre elektronischen Geräte zu benutzen. Die Hisbollah bestätigt 32 Tote in den eigenen Reihen. An die 40 Menschen starben, 3000 Verletzte gab es. Wir hatten echt Angst. Wir haben Pager auch hier im Krankenhaus. Und wir haben dann alle Pager ausgemacht, den Massenunfallplan aktiviert und dann kamen auch schon hunderte Verletzte. Das manipulierte Modell offenbar dieses Funksprechgerät der Marke ICOM. Nach Angaben des japanischen Herstellers wird es schon seit 10 Jahren nicht mehr produziert, wurde bis 2014 aber vor allem in den Nahen Osten exportiert. Laut Sicherheitsexperten muss es dem israelischen Geheimdienst Mossad gelungen sein, die Lieferketten dieser Geräte zu infiltrieren. Israel selbst schweigt. Bei dem Besuch einer Luftwaffenbasis spricht Israels Verteidigungsminister Gallant von einer Neuorientierung. Wir befinden uns am Anfang einer neuen Phase des Krieges. Der Schwerpunkt ist nun eine Verlagerung der Truppen in den Norden Israels. Inzwischen haben sich israelische Soldaten und die Hisbollah-Miliz im Grenzgebiet wieder Gefechte geliefert. Zwei israelische Soldaten seien getötet worden. Rund 60.000 Israelis haben ihre Häuser in der Grenzregion verlassen aus Angst vor libanesischem Raketenbeschuss. Das israelische Sicherheitskabinett hat ihre Rückkehr nun zu einem offiziellen Kriegsziel erklärt.